Heute schauen wir uns mal drei verschiedene Methoden an, wie wir Dinge in Videos mit bewegter Kameraeinstellung entfernen können. Hallo, mein Name ist Heiko von F-Films und willkommen zur ersten Episode von DaVinci Resolve 15 Spotlight. Ich habe hier drei verschiedene Beispielclips, die gucken wir uns mal ganz kurz an. Wir haben hier einmal ein iPhone mit dem Apple-Logo, das wollen wir hier entfernen. Im zweiten Beispiel wollen wir hier den kleinen Pickel auf der Stirn entfernen. Und im dritten Beispiel wollen wir hier auf der Zapfsäule die 89 auf der Taste entfernen. Aber immer der Reihe nach, wir fangen mal mit dem einfachen Beispiel an. Hier können wir nämlich direkt im Color Tab arbeiten und dafür brauchen wir ein OpenFX Plugin. Und zwar eins, was direkt mit DaVinci Resolve kommt. Das ist der Patch Replacer. Und natürlich, wenn wir eine bewegte Einstellung haben, müssen wir das Ganze erstmal tracken. Dafür gehen wir hier auf den Tracker, dann auf FX, erstellen uns einen neuen Trackpunkt und den ziehen wir uns jetzt an eine Stelle, wo wir möglichst viel Tracking-Informationen kriegen, das heißt hier ist ein guter Punkt. Tracken das Ganze einmal. Jetzt haben wir ja hier zwei Punkte, das heißt wir haben die Quelle und das Ziel. Ich ziehe das Ganze mal kleiner, wir brauchen hier auch nur die Fläche, um das Apple-Logo zu verdecken. Und suchen uns eine geeignete Position. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, haben wir jetzt mit wenigen Klicks das Apple-Logo bereits entfernt. Sicherlich jetzt nicht die perfekte Lösung und nicht immer ganz sauber, aber für, ich sag mal, schnell und einfach auf jeden Fall eine gute Lösung. Und je nach Video funktioniert es auch entsprechend gut oder schlecht. Aber schauen wir uns mal das zweite Beispiel an. Und hier gehen wir jetzt in den Fusion-Tab. Und um jetzt hier quasi diesen kleinen Pickel auf der Stirn zu entfernen, brauchen wir lediglich unser Paint-Tool. Wählen hier den Single-Brush aus und in den Einstellungen wählen wir den Clone-Brush. Und nun kann ich, wenn ich die Alt-Taste gedrückt halte, einen Referenzpunkt wählen, von wo ich mir quasi meine Quelle aussuche. Mal jetzt einfach über den kleinen Pickel hier rüber und damit ist er auch schon weg. Und damit das Ganze jetzt eben auch dem Video bzw. unserer Quelle folgt, müssen wir das Ganze noch tracken. Dazu gehen wir in den Modifier, wählen unseren Stroke 1 aus, gehen in die Stroke Controls und hier unter Center kann ich einen Rechtsklick machen und sage dann Modify with Tracker Position. Jetzt haben wir hier auch unser Trackfenster und damit ich was tracken kann, muss ich ihm natürlich sagen unter der Tracker Source, was ich tracken will. Und das Einfachste ist, wir nehmen unser Media in, ziehen das hier einfach in dieses Fenster und schon sehen wir auch, dass jetzt hier eine Vorschau zu sehen ist und hier sehen wir auch, dass der Pickel quasi jetzt unser Tracking-Punkt ist. Das sollte hoffentlich ganz gut funktionieren. Dementsprechend will ich jetzt einfach Track Forward. So, er ist fertig. Lass das mal abspielen. Genau, und wir sehen, der Pickel ist weg. Man kann zwar noch erahnen, dass man hier so ein bisschen drüber gemalt hat, aber dafür haben wir ja noch unsere dritte Option, die gucken wir uns jetzt mal an. Auch hier gehe ich wieder in den Anfang des Clips. Und hier wollen wir jetzt mit verschiedenen Quellen quasi das Ganze mit dem Clone Brush ausmalen. Aber damit das funktioniert, müssen wir das Video erstmal stabilisieren. Dafür wähle ich mal Media in, drücke STRG Leertaste, gebe Planar ein. Und ich brauche den Planar-Tracker. Die Einstellungen standardmäßig sollten eigentlich schon funktionieren. Das heißt, ich kann hier gleich mein Fenster zeichnen. Diese Fläche, die ich hier gerade gezeichnet habe, wird jetzt quasi komplett getrackt. Nicht nur die vier Punkte, sondern die gesamte Fläche. Ab hier möchte ich tracken. Dementsprechend muss ich hier einmal mit Set bestätigen, damit unser Timecode auch entsprechend funktioniert. Und jetzt kann ich direkt auf Track Forward klicken. Hier sieht man auch sehr gut, dass er hier diverse Punkte trackt und nicht nur die einzelnen Ecken. So, jetzt wo wir das Ganze getrackt haben, können wir einfach hier unter Operation Mode auf Steady wechseln. Und jetzt sehen wir auch, wenn wir es abspielen, unsere Fläche hält wunderbar still, aber alles andere verzerrt und man sieht ja auch jetzt hier Lücken im Video. Das ist aber völlig in Ordnung. Und jetzt wähle ich wieder mein Paint Tool aus, wieder den Single Brush und wieder den Clone Brush. Und nun kann ich mir hier diverse Quellen auswählen und die 89 hier verschwinden lassen.
So, das war's. Die 89 ist verschwunden. Und damit wir jetzt wieder die ursprüngliche Bewegung von unserem Video zurückbekommen, klicke ich auf den Planar-Tracker, drücke STRG C für Copy, wähle das Paint-Tool aus, drücke STRG V zum Einfügen und damit habe ich den Planar-Tracker als Kopie direkt nach dem Paint-Tool und kann jetzt in diesem zweiten Planar-Tracker einfach hier auf Invert Steady Transform gehen. Und wenn wir jetzt mal gucken, sehen wir, dass wir die Bewegungen wieder im Video drin haben. Allerdings sehen wir, dass die Ränder trotzdem jetzt noch verzerrt sind. Aber hier gibt es eine einfache Lösung. Was wir nämlich brauchen, ist jetzt eine Begrenzung des Ganzen auf dem Bereich, den wir eigentlich auch nur ausgemalt haben. Und dafür erstelle ich mir jetzt noch einen neuen Knotenpunkt namens Matte Control. Und ich brauche ein Polygonfenster und male mir jetzt hier eine Auswahl. Und nun nehme ich den Ausgang vom Polygon-Tool, ziehe ihn einmal ab, halte die Alt-Taste gedrückt und ziehe es nochmal auf die Matte Control und wähle Garbage Matte. Damit kann ich jetzt hier den Bereich begrenzen. Allerdings habe ich jetzt hier ein Loch in das Video geschnitten und ich brauche natürlich das ganze Gegenteil. Also gehe ich jetzt auf die Matte Control. Unter Garbage Matte wähle ich dann Invert. Und jetzt habe ich das, was ich eigentlich haben will, nämlich den ausgemalten Bereich. Und jetzt müssen wir dieses Ergebnis noch mit dem Originalvideo kombinieren. Also wähle ich gar keinen Knoten aus, drücke STRG Leertaste und wähle Merge aus. Jetzt gehe ich von meinem Originalvideo bei gedrückter Alt-Taste auf den Merge und wähle Background. Und von der Matte Control nehme ich den Ausgang und bei gedrückter Alt-Taste auf den Merge und wähle Foreground. Und damit habe ich jetzt im Prinzip beide Versionen kombiniert und jetzt gehe ich einfach mit dem Merge in den Media Out. Und jetzt sehen wir ja, wir haben eigentlich wieder unser Originalvideo, allerdings mit unserer ausgemalten Fläche. Und hier konnte ich jetzt ja auch, wie wir eben gesehen haben, so viel rummalen, wie ich will. Musste diese ganze Aktion ein einziges Mal ausführen, um das hier in das Video reinzutracken. So, das war's auch schon wieder für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen und wenn ihr noch Fragen zu dem Tutorial habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Ich versuche auch so schnell wie möglich darauf zu antworten. Danke und bis bald!